In einer meiner letzten Videos haben wir versucht, mit diesem Granulatextruder geschredderte Kunststoffabfälle oder auch normale Granulate zu verarbeiten, mit eher wenig Erfolg. Es hat eine Weile gedauert und das sind auch einige Modifikationen in diese Konstruktion jetzt mit eingeflossen. Und ihr seht auch schon, ich habe die ersten Teile gedruckt, die liegen jetzt hier auf dem Druckbett. Und wie ich zu diesem Stand bzw. zu diesem Ziel gekommen bin, das zeige ich euch in diesem Video. Bevor der zweite Test nun starten konnte, musste ich erstmal einige Änderungen am Extruderkopf vornehmen, um die Fehlfunktion aus dem ersten Video auszumerzen. Das Problem war, dass die Schnecke das Granulat nicht einziehen und somit auch nicht extrudieren konnte. Um hier Abhilfe zu schaffen, habe ich die Hülse mit einem 60 Grad Hartmetallsenker gesenkt sowie seitliche verdrallte Nuten eingeschliffen. Diese eingeschliffenen Nuten sollen dabei helfen, Reibung zwischen dem Granulat und der eigentlichen Wand zu erzeugen und das Granulat somit nach unten zu befördern. Zusätzlich war die Nutentiefe der Schnecke zu klein, was dazu führte, dass die Granulatkörner sich verkeilten. Da ich leider keine andere Schnecke zur Verfügung hatte, habe ich diese Schnecke genommen, die ich bereits hatte, und diese mit einem Handschleifer und später dann mit einer kleinen Flex ca. 2 mm tiefer geschliffen. Erstaunlicherweise war das Ergebnis, obwohl ich die Schnecke per Hand geschliffen hatte, dann doch besser als eigentlich gedacht. Anders als bei der Stahlhülse soll die Schnecke möglichst glatt sein, fast schon poliert, damit die Körner besser gleiten können und gegen die Wand nach unten wandern. Nach dieser manuellen Nacharbeit ging es dann zum eigentlichen Aufbau des Druckers und hier entschied ich mich für den Sidewinder X2, da dieser bei mir in der Halle sowieso momentan bloß einstaubte, er ein großes Druckbett hat und ich wusste, dass ich die Firmware relativ leicht nachbearbeiten kann. Hierfür habe ich in der Firmware die Probe auf einen Endstopp umprogrammiert, diesen Endstopp dann auch angebracht und die Firmware für das Board bzw. das Display angepasst. Bei den ersten Versuchen hatte ich einige Probleme, dass die Motoren einfach nicht verfahren sind. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann herausgefunden habe, dass einfach von Hause aus schon zwei Motortreiber defekt waren. Hier hatte ich aber glücklicherweise noch einen Artillerie Genius rumstehen und den habe ich dann einfach ausgeschlachtet und mir hier zwei Motortreiber geklaut. Der nächste Schritt war, dass ich den Extruderträger vom Sidewinder X2 noch anpassen musste, damit der Granulatextruder überhaupt passt. Und hierfür habe ich dann den Aluträger aufgebohrt, gesenkt und weitere Befestigungsbohrungen in der Aluminiumhülse des Extruders eingebracht. Damit wir dann auch gleich hoffentlich das Bauteil kühlen können, montierte ich noch die beiden Bauteilkühler links und rechts, verkabelte alles erstmal grob für die ersten Tests und levelte das Druckbett im aufgeheizten Zustand. Bis hierhin hat eigentlich alles ganz gut geklappt, bis auf zwei defekte Motortreiber, die ich einmal getauscht habe. Alles andere war bloß eine reine Fleißarbeit in Form von Kabel verlegen und alles richtig anschließen. Jetzt kommt die eigentlich spannende Aufgabe, das heißt, wir schlüpfen rein in Teil Nummer 2 mit der Frage, können wir mit diesem Extruder auch wirklich die ersten Bauteile drucken? Teil 2. Für den ersten Versuch füllte ich PP-Granulat in den Extruder und heizte alles auf 260 Grad auf. Zugegeben, 260 Grad sind für Polypropylen bzw. PP eigentlich viel zu hoch, aber die Heizzone war konstruktiv einfach viel zu niedrig und die Wärme kam nicht weit genug nach oben in die Schnecke. Das Hauptproblem hier war die zu starke Kühlung, die ich konstruktiv eingebracht hatte, die direkt auf die Einzugszone bzw. auch auf den Zylinder zielt, was dazu führte, dass das Granulat zu spät geschmolzen ist und der Motor übergesprungen ist. Die Lösung auch dieses Problems war das absolut professionelle Zukleben des Lüfters zur Hälfte bzw. teilweise auch komplett. Zusätzlich stellte sich heraus, dass man den Extruder eine Weile vorheizen muss, sodass sowohl das Extrudergehäuse als auch die eigentliche Schnecke auf ausreichend hohe Temperaturen kommt, quasi wie bei einer großen Extruderanlage, die man ja auch eine gewisse Zeit lang vorheizen muss, bis man dann die Schnecke einschalten darf. Dann kam der große Moment und es machte sich relativ schnell ein breites Grinsen in meinem Gesicht breit, denn nach einigen Sekunden kam dann der wirklich erste richtige Erfolg. Der erste extrudierte und konstante Kunststofffaden aus der Druckdüse und nach kurzer Freude habe ich mich dann dazu entschlossen, dass wir mit der Kalibrierung weitermachen. Der erste Gedanke war dann, wie kalibriert man so einen Granulatextruder überhaupt, beziehungsweise wie stellt man die E-Steps ein, denn man hat ja kein Filament, was man messen kann, beziehungsweise keine 100 mm, die man abstecken kann, wie bei einem gewöhnlichen Extruder, den man so kennt. Ich schnitt dann also ein 100 mm langes Polypropylen-Filamentstück von der Spule ab und nutzte eine Feinwaage, um das genaue Gewicht dieses Filamentstücks zu ermitteln. Anschließend extrudierte ich per Display am Drucker und mit den eingestellten E-Steps, die bereits in
diesem System eingespeichert waren, 100 mm und wog exakt diese extrudierte Kunststoffmenge ebenfalls auf der Feinwaage. Das Gewicht des Filamentstückes und der extrudierten Kunststoffmenge setzte ich anschließend ins Verhältnis und passte die E-Steps entsprechend an. Der zweite Test ergab, dass das Filamentstück und die extrudierte Kunststoffmenge nun exakt gleich schwer waren und ich wusste, dass die E-Steps nun korrekt eingestellt sind. Wie bereits erwähnt, entschloss ich mich für Polypropylen. Warum? Weil es braucht so gut wie keine Trocknung, hat eine geringe bis gar keine Feuchtigkeitsaufnahme, hat eine relativ geringe Schmelztemperatur und es ist außerdem schön weich, also relativ leicht im Extruder verarbeitbar. Der einzige Nachteil an PP ist, dass es auf den gängigen Druckplatten so gut wie nicht haftet. Hierfür habe ich dann von Magigo PP den Haftkleber benutzt, diesen auf das Glasbett gestrichen und ganz kurz antrocknen lassen. Die Kalibrierung und die eher semi-professionelle Einstellung der Kühlung sowie das Einstellen des Extruder bzw. des E-Step-Werters hat schon mal gut funktioniert. Als nächstes kommen wir jetzt dazu, dass wir die ersten Bauteile drucken und ich bin immer ein bisschen aufgeregt bei so neuen Projekten, weil man weiß immer nicht so richtig, klappt das, geht irgendwas schief, raucht irgendwas ab oder funktioniert überhaupt nicht und man steht wieder am Anfang. Deswegen springen wir als nächstes in den nächsten Teil und gucken uns erstmal an, ob wir mit diesem Extruder jetzt auch wirklich Bauteile drucken können. Im Slicer angekommen, fragte ich mich dann, Retract, ja, nein, wie ist die Funktionsweise von der Schnecke, beziehungsweise wie wirkt das Ganze, wenn ich es einstelle, bringt es überhaupt was, kann ich den Druck aus der Düse nehmen, ganz ehrlich, ich wusste es nicht und habe erstmal nach Bauchgefühl Werte gewählt, wir testen erstmal die Mechanik und dann geht es ans Feintuning. Dann ging es zum ersten Druck und ja, wie soll es anders sein, natürlich wird als allererstes ein Banshee gedruckt, ja, oder zumindest versucht. Auch hier wieder natürlich mit deutlich erhöhter Temperatur eingestellt, um es dem Material so einfach wie möglich zu machen, durch den eigentlichen Extruder gedrückt zu werden und als Düse verwendete ich eine ganz gewöhnliche V6 Düse mit einer 0,8er Bohrung. Die Druckgeschwindigkeit wählte ich erstmal super langsam, um erstmal zu sehen, ob der Extruder überhaupt funktioniert. Ja, was soll ich sagen, mit dem ersten Ergebnis bzw. dem ersten Banshee war ich mehr als zufrieden. Ich war zufrieden, dass das Banshee überhaupt komplett gedruckt wurde und von der Qualität war ich auch mehr als überrascht. Man erkennt auf jeden Fall, es ist ein Banshee, es ist nicht super schön, aber es ist auf jeden Fall in seiner Form erkennbar. Nach diesem ersten Erfolg wurde ich dann etwas mutiger und habe einen kleinen Drachen gedruckt. Spaßenshalber habe ich dann zwischendurch noch kleine Farbbatchkugeln in den Extruder geworfen und hier sieht man ganz gut, dass das Granulat entweder etwas feiner sein müsste oder dass das Granulat hier bereits immer in der fertigen Farbe sein sollte, da die Farbe sonst einfach zu unkonstant am Bauteil ankommt. Auch der anschließend gedruckte Karabiner aus Polypropylen ist für den ersten Test und man muss sagen mit einer 0,8er Düse deutlich besser geworden als meine vorerst sehr düsteren Vermutungen. Nach diesen beiden erfolgreichen Testdrucken habe ich mich dann dazu entschlossen, statt PP geschreddertes PLA in den Trichter zu füllen. Dazu muss man sagen, dass dieses geschredderte PLA viel spitzer und kantiger ist und deutlich schlechter durch den Extruder rutscht, was zum Verkanten und auch zum Verhaken führen kann. Dieses Problem ist jedoch nicht aufgetreten, weil die Wärme in der Einzugszone bereits relativ hoch war. Gleichzeitig hat sich aber ein neues Problem aufgetan, denn die PLA-Krümel sind oben extrem weich geworden und somit nicht nachgerutscht. Das Druckbild wurde also etwas löchrig und teilweise auch unvollständig, genau in dem Moment, wenn ich vergaß, die Krümel manuell durch das vordere Loch etwas in Richtung Extruderschraube nachzudrücken. Zurück also zum Granulat. Recycelter, spitzer Kunststoff kann nochmal in Angriff genommen werden, wenn runde, leichter zu verarbeitende Granulate wirklich einwandfrei funktionieren. Als nächsten Test habe ich mir PETG-Granulat vorgetrocknet und oben in den Trichter eingefüllt. Hier machte sich der erste Fehler besonders stark bemerkbar, denn die Temperatur in der Schnecke war durch meine suboptimale Konstruktion einfach zu niedrig, um diese PETG-Pellets zu schmelzen. Um diesen Fehler möglichst einfach zu beheben, stellte ich die Drucktemperatur auf wahnsinnige 300 Grad ein und zusätzlich baute ich die Heizzone so um, dass der Heizblock so weit wie möglich oben an der Heizzone sitzt. Dieser Umbau und die Erhöhung auf 300 Grad haben geholfen, dass sich auch das PETG ordentlich fördern ließ. Gedruckt habe ich dann zwei Schraubenschachteln und, da das Einfüllen des Granulates mit diesem kleinen orangenen Trichter während des Druckes doch recht schwierig war, habe ich einen kleinen Trichter konstruiert und auch gleich mit dem Granulatextruder gedruckt. Gerade beim letzten Druck, dieser kleine Trichter, war ich von dem Druckbild doch sehr überrascht, dafür, dass es doch wirklich der allererste Prototyp war. Das Projekt geht also weiter.
Als kleines Zwischenfazit kann man jetzt sagen, funktioniert der Granulatextruder oder nicht? Ich würde sagen ja, aber noch nicht zu 100% und auch nur mit ein bisschen Tricksen. Deswegen switchen wir als nächstes einmal in meine Konstruktion. Dort gucken wir uns den alten Granulatextruder oder besser gesagt diesen hier an und einmal die neue Konstruktion, die ich jetzt überarbeitet habe und gucken uns an, welche konstruktiven Veränderungen ich dort habe einfließen lassen, um alle Fehler zu eliminieren, die jetzt in dieser Konstruktion noch drinstecken. Die Konstruktion. Der erste und wichtigste Schritt ist die Vergrößerung der Schnecke auf Durchmesser 10 mm und der damit verbundenen größeren Nut für die Granulatkörner. Außerdem wird die Einlaufphase in der Extruderhülse deutlich vergrößert und mit schräg eingefrästen Nuten versehen für möglichst viel Reibung zwischen Granulat und eigentlicher Hülse. Das Material der Hülse, vorerst aus Stahl, wird geändert auf Messing, um hier eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit zu gewähren. Einer der größten Einschnitte wird die Versetzung der Extruderkühlung direkt auf die Einzugszone sein, um das Granulat in möglichst kurzer Zeit von fest zu weich zu erwärmen, ohne dass der gesamte Trichter des Extruders zu warm wird. Der eigentliche Heizblock bleibt weiterhin geklemmt, um die Heizzone auch in späteren Versuchen noch variabel in der Höhe verstellbar zu machen. Das Fazit. Grundlegend kann ich sagen, bin ich mit dem ersten Ergebnis und für den ersten Prototypen mehr als zufrieden. Und auch, dass ich mit diesem Prototypen und den kleinen Modifikationen überhaupt ein ordentliches Bauteil drucken konnte, hätte ich zu Beginn dieses Videos eigentlich auch nicht gedacht. Aus diesem, sage ich mal, halben Erfolg versuche ich nun so viel zu lernen wie möglich und die gewonnenen Erfahrungen bestmöglich in den zweiten Prototypen einfließen zu lassen. Das war der nächste Teil zum Thema Recyceln bzw. Kunststoffgranulate bzw. Regranulate direkt mit dem Drucker zu verdrucken. Ich hoffe, dieses Video bzw. dieses Thema gefällt dir gut. Wenn ja, gib dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben. Falls du Verbesserungsvorschläge hast zu meiner Konstruktion, schreib diese gerne in die Kommentare mit rein und eventuell werde ich diese dann noch mit in meine Konstruktion einfließen lassen. Werd gerne Abonnent von diesem Kanal, wenn du noch keiner bist. Ich sage ansonsten wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Teile zu drucken. In einer meiner letzten. Und Granulat, ja. Kleinen Erfolg errungen und wie ich dann. Nochmal. Ja, und nochmal. Ja. Okay, wir versuchen es nochmal. Ja. Ich an dem Granulatextruder verändern. Die ersten Bio. Ja. Oh, Junge, ey. Ja. Klappt bis auf die zwei defekten TMC-Motor. Wow. Ja. Ja. Okay, ja. Ich auch wirklich Bauteile mit diesem Granulatextruder drucken konnte. Also gucken wir uns an, was ich im nächsten Teil für einen Granulatextruder. Junge! Granulatextruder Bauteile drucken. Das heißt, wir gucken und springen. Mann, ey. Dieses Video und meine gesamte Arbeit auf YouTube wird unterstützt durch den Printcore Online-Shop. Hier findest du von der Druckplatte über Druckdüsen über eine Vielzahl an Tuning-Teilen und einer riesigen Auswahl an Filamenten, auch aus eigener Produktion, fast alles für deinen 3D-Drucker. Du brauchst besonders stabile und hitzebeständige Bauteile oder maßhaltige Prototypen? Mit unserem SLS-Drucker fertigen wir dir Bauteile aus gesinterten PA12-Material. Verformte Lüfterführungen am Hotend gehören somit der Vergangenheit an. Das Sofort-Online-Tool berechnet dir in wenigen Sekunden den Preis für dein Bauteil und du sagst am Ende einfach ja oder nö. Alle passenden Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung.